Ziemlich weit außerhalb von Gschwend nimmt mich Sven Alp vor dem festgebauten Zirkuszelt in Empfang. Zirkus Pimparello. Hier üben die Artistenschüler, die ihre Ausbildung in der Artistenschule machen. Also jetzt bin ich ja schon gespannt, ob der das Ganze hier leitet, auch diese ganzen Übungen kann, Sven Alp. Was könnte man denn von Ihnen alles sehen? Ja, so ein bisschen. Meine Spezialität ist natürlich Clownerie. Das mache ich super gern. Also ich mache mit den Artistenschülern immer Darstellung, die Choreografiearbeit. Ich bringe das alles zusammen. Aber sonst kann ich so ein bisschen die Anfänge. Ich bin halt ein Zirkuspädagoge, aber kein Artist. Wir haben am 1. Februar 2015 begonnen, das sind also noch ganz jung. Wir haben jetzt 7 in der ersten Klasse und 3 in der zweiten Klasse. Und wir kriegen jetzt aber schon wieder 10, die jetzt am 1. September anfangen. Also das Schuljahr beginnt praktisch wie fast das normale Schuljahr. Und wie muss man sich das vorstellen? Die gehen ja hier in die Artistenschule. Und wo bekommen sie Mathe, Deutsch, Bio beigebracht? Genau, die müssen morgens in die Regelschule gehen. Realschule, Gymnasium in Geildorf. Da hilft uns sehr das Schulzentrum in Geildorf. Das ist super. Und nachmittags machen sie dann eine echte Berufsausbildung. Das ist eine Berufsfachschule. Das ist eine Doppelbelastung. Aber das kann man sich wie beim Fußball vorstellen. Bei Bewegung muss man einfach jung anfangen. Und obwohl Sie so jung sind und nur trainieren, sieht das für mich schon verdammt gut aus. Seit wann bist du jetzt hier? Seit September. Also erste Klasse. Was lernt man in der ersten Klasse? Naja, also in der ersten Klasse ist es erstmal so, dass man alles quasi macht. Also man probiert alles aus und dann kann man sich quasi am Ende entscheiden, wenn man weitermacht, ob man jetzt Trapez machen will oder Ring oder Handstand. Und dann spezialisiert man sich auf 2. Hängst du hier gerne dran? Ist das eins deiner Lieblingsdisziplinen? Ja, definitiv. Also ich habe sie auch als Spezialisierung gewählt. Franzi aus Sternenfels bei Karlsruhe gibt einer Gruppe Schüler aus Meckenbeuren und mir eine Vorführung ihres Könnens in der Luft. Hut ab! Und jetzt ist hier eine richtige kleine Zirkusstadt in Gschwend entstanden. Und warum ausgerechnet gerade Gschwend? Erstens ist der Cirque Art Tiefhof, ehemals Rabenhof, wunderschön. Wir liegen mitten in der Natur und ich wollte immer haben Zirkus in der Natur. Auch Ferienfreizeiten, Schullandheime und Familienerholung bietet der Zirkus hier an. Moni Alp. Jetzt heißt es für die Schüler hier einfach mal ein bisschen Kontaktaufnahme. Genau. Und was soll es bewirken? Also Alpakas sind sehr sanfte Tiere, die auch bei aktiveren Kindern auch ein bisschen Ruhe reinbringen können. Und man muss sich auch ein bisschen durchsetzen können. Und das können sie da lernen. Das Gelände des Zirkus ist für alle Besucher wie eine Oase im Grünen. Also ich bin total überrascht, was die jungen Artisten hier im Zirkus Pimparello alles können. Und Sie selber sind auch manchmal überrascht bei den Begegnungen, die Sie haben. Denn hier kommt manchmal ganz unerwarteter Besuch. Ich habe die Ehre, Hartmut Engler von PUR überreicht Sven Alp für den Zirkus Pimparello eine Spende von der Kinderhilfsaktion Herzenssache. Das ist ein Herz von der Herzenssache. Wow! Und da steht eine Zahl drauf. Die Herzenssache, wir haben geschlossen, ein Ferienhaus. Hier ein barrierefreies Ferienhaus mit 230.000 Euro zu unterstützen. Sauberle!